Bitte schön. Enzel da von den Top-Medien. Herr Rother, Sie sagten so schön, der Herr Papst will den Versuch starten, vereinen und versöhnen. Wie sieht das aus? Gibt es eine Bewegung von ihm in Richtung Missbrauchopfer hier in Deutschland vorzugehen, und zwar im Bundestag, das hat er einige Wochen gesagt, beziehungsweise gibt es auch die Möglichkeit, dass einige Missbrauchopfer empfangen werden von ihm? Ich gebe mal einfach weiter, weil das kein spezifisch Berliner Thema ist. Ja? Also was der Heilige Vater in Ansprachen sagt, entzieht sich, wie Sie verstehen werden, meiner Kenntnis. Und ob die Missbrauchsthematik da vorkommt, ich weiß es nicht. Ich kann Ihnen auch nichts Gesichertes sagen über ein denkbares Treffen des Papstes mit Missbrauchsopfern. Ich kann immer nur sagen, ja, in den vergangenen Besuchen, die er in den Ländern gemacht hat, wurde ein solches Treffen abgehalten, sehr diskret, unter dem Vorzeichen des Persönlichkeitsschutzes von allen Seiten. Wenn man diese Praxis sich vor Augen führt, kann man annehmen, dass es so etwas vom Heiligen Stuhl dann kurzfristig organisiert auch bei uns geben wird. Aber das ist keine Programmzusage, es ist eine Vermutung, sozusagen auf der Grundlage von Erfahrungen.